Er hat den ja außerdem weggesetzt. Nee, ansonsten ehrlich gesagt, lass mal bei 0-0 gucken, ob da wir das Biom finden. Nee, der Weltspawn ist immer unterschiedlich. Mal ist er, wenn du richtig Glück hast, bei 0-0, der kann aber auch bei minus 10.000 plus 15.000 sein. Das ist immer random. Ihr findet nach Hause, oder? Ich sehe euch nämlich nicht mehr. Ja, ich kann gerade nicht in ein Boot einsteigen. Ich auch nicht. Weltrenner hat gerade... Ah, jetzt. Ja. Wow. Wir hätten uns auch ein Boot zeigen können. Ja, wenn wir uns verlieren... Ja... Ich habe euch schon verloren. Na warum? Wir fahren straight in die Richtung, die du gesagt hast. Und zwar... Ost, ja, Südost, Ost, Süd. Fahren wir überhaupt richtig nach Ost-Süd? Das stimmt schon, ja. Okay. Oh, ja. Wassertempel! Ich gehe noch mal runter. So, ich spiel die Ablenkung. Lass mich doch vorfahren mit der Ablenkung. Oh, ich habe jetzt schon Abbaulähmung gekriegt. Dann mach du die Ablenkung. Ich habe hier noch einen Wassertempel. Ich habe doch Milch dabei. Nee, bei dem seid ihr nicht. Alter, 4 Herzen, ernsthaft? Machen die Damage? Ja, ich muss auch. Ich muss weg. Ich muss weg. Ich klaue mit deinem Boot. Wow. Du meinst, es wäre in der Mitte, aber ich musste einfach in irgendein Boot jetzt gerade rein. Ach, das ist sogar der von vorhin. Tatsache. Nee, ist ja nicht, weil ich hatte bei dem vorhin oben die Decke abgefangen abzubauen. Also den oberen. Nee, weil hier drin auch schon was gefehlt hat. Ich hab übrigens alles freigelegt, wir könnten den Boss angreifen. Wenn, dann lass uns doch erst mal Dings suchen. Warte, ich muss ganz kurz... Scheiße, ich ersauf gleich. Wo bist du? Hier. Boot, komm. Willst du nicht einsteigen? Ne, warte. Ich hab noch 2 Milcheimer. Also willst du noch mal runter? Yep. Dann spiele ich jetzt auch ein bisschen mal risky. Okay, nein, ich bin tot. Eieiei. Es haben mich alle gleichzeitig angegriffen. Oh nee, da ist ja unser ganzes Zeug in CO2 drin. Mich interessiert an sich nur die Rüstung und meine Karte, weil die Karte nicht mal so wichtig ist. Ich kann gleich gucken. Ja, juckt mich jetzt nicht, was er von mir an Rohstoffen bei hatte, aber wenn er noch genug Platz hat, würde ich mich natürlich auch freuen. Wartet, sortier kurz. Ich hätte 4 Slots frei. Reicht ja. Dafür. Gold, Emeralds. Nein, Rüstung. Du hattest Eisenrüstung dabei. Nee, ich hatte da Full Dia. Achso. Jetzt ist nur die Frage, wo ist das Zeug dort? Ein Guardian sitzt auf jeden Fall im Boot. Es ist schon was gut. Ja, die können in die Boote einsteigen. Oh, 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 oh! Ei! Die machen 4 bis 5 Herzen Damage! Ach du, Dago! Scheiße, ja? Du bist nicht zufällig dort in der Nähe. Ich bin weit genug weg, das kann nicht despawnen. Komm nach Hause und schreib mal die Koordinaten.
Wie, wovon soll ich die Koordinaten schreiben? Von deinem jetzigen Punkt. Also. Einfach in Chat schreiben. Ja, ich bin noch auf dem Weg nach Hause, ich hab mich jetzt im Dorf gepennt. Wo ist die andere Koordinate? Aber was willst du mit meinen Koordinaten, Alk? Du warst nicht so... Ich bin tausende Kilometer weit weg davon. Aber ungefähr in die Richtung weiß ich, muss ich fahren. Ich habe übrigens eine Wüste gefunden. Wow. Wir sind irgendwie an der vorbeigefahren. 4, 8. Nimm ein bisschen Kaktus mit. Gucken, wenn wir Glück haben, sind die Viecher jetzt despawned. Ja, wenn wir Glück haben, ich versuche hinterher zu kommen. Bin kurz auf Klo. Jupp. Ich hab ein Mushroom-Biom. Eine Mushroom-Island? Ja. Nice. Mit einem Riesenportal. Wie mit einem Portal. Na hier, Neta. Soll ich mal aufschreiben, wo das ist? Warte, ich mache mir gleich einen Screenshot. Goldhelm mit Mending. Sind wir halt auch vorbeigeschippert. Hier genauso wie an der Wüste. Die ist aber auch ehrlich gesagt klein. Minus 11 und 4. Ach, ich bin bei dem Biom. Toll. Ich kann mir die Koordinaten selbst aufschreiben. Ja, ich darf halt nur jetzt nicht zum falschen Tempel. Weil ich bin auch über 1 gefahren mit bei dem Kurs, aber das war nicht euer. Nee, da passe ich schon auf. Außerdem gucke ich ja auch immer in jede Himmelsrichtung. Ich habe mir jetzt nochmal schnell ein paar Türen gecraftet. Weil von den Viechern, die Laser kommen nicht durch Türen durch. Ike, was hast du für eine Rüstung da mitgehabt? Auch deine gute? Nee. Meine Standardrüstung, mit der ich immer unterwegs bin. Ist bei mir auch die Standard-Travel-Rüstung, aber ich hab sie halt vom Villager-Dorf. Ich hab hier ein Dorf gefunden, wow. Mit einer Schmiede. Könnte sich da mal ganz kurz jemand hinlegen oder aus... Ich bin auf dem Wasser, ich kann gerade nicht. Ich auch. Oder ausloggen. Ja gut, dann logge ich mich aus. Ja, haben wir uns beide wohl ausgeloggt? Oh, ihr könnt rein. Oh, ich spawn sogar ein Boot. Was zu essen, das ist gut. Eisenzeug brauche ich nicht. Ansonsten sind das alles nur Kleinhäuser, wo nichts drin ist. Oh, Sweet Home. Hey, könnt ihr die Koordinaten, die gerade im Chat stand, noch mal reinposten? Ei, ich bin ja aufgegangen. Ja, Moment, mach ich gleich. Meinst du die Darko uns geschickt hatte? Ja. Minus 11053 plus 4822. Okay, danke. Ich hab einen Kompass, wow. Kompass oder Uhr? Kompass. Hm. Oh, ich hab die Pilz Island gefunden. Aber es ist bei mir nur so eine kleine. Die geht dahinter noch ein bisschen weiter.
Naja, ich sehe es. Eigentlich nicht gerade. Weil er nützt auch nicht viel, wenn die einmal anfangen. Ja dort, du bist für 30 Sekunden unsterblich. Nein. Also, ja, der ist stark, aber nicht so stark. Weil ohne Rüstung machen die 9 Herzen Schaden. Das ist halt krass. Ach übrigens, Minecart fahren ist übrigens friendly creatures, das leiser zu stellen, habe ich gerade gemerkt. Freundliche Kreaturen, wer hat das bitte da drunter gepackt? Keine Ahnung, aber Minecart zählen als freundliche Kreaturen. Boah, jetzt ist die Frage, ist unter Wasser noch irgendwas? Die scheiß Delfine fucken mich ab. Hast du den Kompass da gerade noch rausgefunden? Ja, ja, ich bin gerade eben mal rübergefahren, hab den eingesammelt. Ach gut, weil der ist wichtig für mich. Jetzt habe ich Abbaulähmung gekriegt. Das ist ja egal an sich. Ja, ich würde halt gerne nochmal unter Wasser reingehen, gucken, ob dort noch irgendwo was ist. Ich muss nur gucken, wo ich mich reingebaut habe. Kannst du noch mal meine Koordinaten reinschicken, weil ich habe sie gerade nicht mehr. Moment. Nee, ich hatte sie halt so nie geschrieben, ich habe sie nur genannt. Moment, kann ich dir gleich, ich bin nämlich gerade im Tempel gewesen. Mhm. Aber ansonsten, ich sehe jetzt hier auch nichts mehr weiter rumliegen, ne? Und CO2, wenn du Goldapfel gegessen hast, bevor du rüberschwimmst, machen sie nur die 2 Herzen von Goldapfel und ein halbes rotes Herzabzug. Mhm. Minus. Hast du Rüstung an? Ja, 1, 2. Ich hatte gar keine Rüstung an. Ach so, ne, ich habe meine wieder an. 4, 2, 8, 4. Meine Schaufel ist da oben. Ach, die Emeralds kannst du behalten. Das ist mir wurscht. Also, ich hatte nur Eisen-Equipment und eine Dia-Rüstung so gesehen mit. Von Werkzeugen und so. Unsere Loot der Farm gehört auch. Na, hier ist Diamanthose und Diamanthelm noch. Und dann ist mein Brusthahnisch vielleicht nicht spawned. Oder meiner. Weil ich habe auf den ich anhab, nur Projektil Protection 2. Ja, das ist deiner. Ich hatte ja 4er drauf. Ich gucke gerade das. Wo sind denn diese Nautilus-Schalen? Auf jeden Fall nicht dabei. Scheiße, da haben sich die Delfine einiges gesnackt. Kann es sein, dass die noch auf dem Grund liegen irgendwo? Nee. Das war alles. Kann auch sein, dass die gespawnt sind, weil die Sachen, die spawnen hier deutlich schneller, habe ich das Gefühl. Aber Tick-Speed ist ganz normal. Oder? Ja. Ja, können halt trotzdem sein. Dass zum Beispiel durch dieses Hardcore-Plugin da Sachen auch schneller despawnen. Das hatte ich ja damals auch in den Mineshaft. Da bin ich in meine Sachen reingesprungen. Ich bin 2 Minuten in den Mineshaft, also 2 Minuten erst da gewesen, bin in meine Sachen reingesprungen und die sind unter meinen Füßen einfach despawned, während ich reingesprungen bin. Oh je. Das ist die Nautilus. Also das ist nun echt. Aber es sind halt wirklich alle Nautilus-Schalen weg. Das ist scheiße. Die Nautilus-Schalen komprimieren sich ja zu so einer Itemgruppe und die spawnen gleichzeitig.
Okay, CO2, soll ich irgendwas mitbringen? Ich komm hin. Okay. Ich meine, wenn du mal kurz wartest. Es ist alles in der Kiste drin hier. Also selbst wenn ich jetzt fahren würde, die Spawn tut nichts mehr. Okay. Und ich habe aktuell nur ein Heart of the Sea, 6 Phantom heute, 24 Torches, mein Essen, meine Buckets, das ganze Prismarinen-Gelumpe und die 5 goldenen Karotten, sowie meine Rüstung und mein Werkzeug und das Schwert im Inventar. Okay. Alles andere, was hier drin ist, Eisen, Gold, die Emeralds, kannst du alles behalten, weil brauche ich ja nicht. Das sind, sag mal, hattest du Dierschuhe? Ja, ich war komplett Dier ausgerüstet von Equipment her. Ich hatte aber dieselben wie du, weil ich habe mir meine wahrscheinlich. Du hast dir da deine auch bei dem NPC geholt? Ne, ich habe meine Weatherfalling, doch. Die anderen tue ich ja zusammen craften. Ja. Weil dann würde ich sagen, ziehe ich die Schuhe an, kriegst du da den Brustpanzer, da fehlt jedem ein Rüstungsteil. Dein nicht bei dir die Schuhe, bei mir die Brustplatte. Ja, ist fein. Was waren jetzt die Kräuter? Noch 600 in die Richtung und danach 2000 in die andere. Ja. So, den Heimweg tue ich nachher aber nicht aufnehmen. Ach, nimmst du gerade wieder auf? Ich habe gerade, weil ja der Loot hier war, deswegen habe ich aufgenommen. Nie, dass es dann heißt hier von den Leuten, die gucken, ich hätte es mir cheatet oder so. Es gibt immer solche Knallkörper. Ja, die würden doch jetzt eh sagen, du hast dich dahin tippet. Ich war ja als erstes da. Genau. Und er hat mich ankommen sehen mit dem Boot. Ihr könnt. Außerdem habe ich, Folge ist eh gleich zu Ende, habe ich eine ganze Weile, ich glaube bis 1000, bis 11.000 und plus 5.000, also minus 11.000 plus 5.000, bin ich sogar die ganze Zeit Boot gefahren, das habe ich dann noch in der Aufnahme. Also. Und wenn, sollen sie reden? Können sie also auch so nichts verändern, weil die Folge kommt. Ja. Aber es gibt immer solche Knallköppe, die so denken, oh, der hat sich das, der hat sich den TP, der hat alles zurück gecheatet, bla bla bla. Weil es ist einfach selber nicht. Wie sollst du dich da hin tippen, wenn du nicht mal ja, die Koordinaten genau. Hast? Weil die ist, die, das Ding ist ja nicht genau bei den Koordinaten, wo Darko uns die geschrieben hat. Also. Aber ich weg davon. Also. Pff, ja. Nee, die Leute, die immer ihr Maul aufreißen, hey, du hast dich ja hintippt, du hast gecheatet, das sind die, die es selber nicht besser machen. Ich werde hier aber mal auf der Insel kurz ein paar Fackeln setzen, damit hier nichts spawnt. Jo, ich bin auch gleich da. Dann könnten wir auch gemeinsam gleich zurück. Ich setze hier jetzt trotzdem mal ein paar Fackeln hin. Sicher, sicher. Chestplate mit Mending. Ja, die hatte ich zwischenzeitlich gefunden. Die Kiste können wir ja dann sogar noch hier stehen lassen. Ich habe mir nämlich die Koordinaten abgescreenshottet. Da werde ich hier bestimmt auch noch mal hingehen und ein bisschen farmen, wenn ich mal wirklich alleine bin, weil keiner Zeit hat den Tag, wo Aufnahme ist. Und du kannst auch gerne dahin gehen, während wir hier was anderes machen. Oder das. Aber ich bin bald da. Muss halt immer noch einen fucking Dschungel finden, aber die Aufnahme ist jetzt lang genug, die beende ich hier erst einmal.